4000 vor Christus machten die Hochkulturen der Antike eine bahnbrechende Entdeckung. Cannabis, die wohl vielseitigste Pflanze der Welt, fand Verwendung für Seile, Kleidung, Papierherstellung, Öle und alle Formen von Genussmitteln. Auch in der Medizin wurde Cannabis häufig verwendet. Trotzdem hat es in den letzten tausenden von Jahren immer wieder mit Verboten, Stigmata und Prohibition zu kämpfen. Das ist eine Krise, Digga, das ist furchtbar. Es tut mir weh, es tut mir wirklich weh im Herz. Vielleicht auch einmal nicht. Ich freue mich ja so geisteskrank auf das Video heute. Ich weiß ganz genau, es wird der ein oder andere Kiffer jetzt hier richtig mad zu Hause sitzen. Aber Bruder, roll dir mal schön auf, entspann dich, lehn dich zurück, der ist alles halb so wild, wir bleiben ganz entspannt. Aber wir fangen mal ganz am Anfang an. Wie viele von euch wissen, habe ich relativ früh angefangen zu kiffen. Genau im richtigen Alter, um sich schön die Gehirnzellen rauszubraten. Und zwar mit 14. Und weil ich nicht einfach nur irgendwie anfange und keine halben Sachen mache, habe ich mir natürlich direkt schön die Bong aus dem Schrank genommen mit 14. Mir die Köppis da durchs Perkulator-Chill um 18 mm Kopf-Siebdecker direkt ins Kleinhirn reingezogen. Da ist auf jeden Fall einiges verloren gegangen. Ich war 5 Jahre lang konstant high, von morgens bis abends. Ich glaube, ich hatte vielleicht in Summe 2 Wochen Pause und auch nur, weil nichts anderes ging und ich Pause machen musste. Und ich glaube, die Narben sind heute noch sichtbar. Viele von euch haben sich vielleicht gefragt, was das hier für ein Tattoo ist. Ich habe mir mit 18 die chemische Formel von THC auf dem Unterarm tätowieren lassen, weil ich dachte, einfach eine geile Idee. Und obwohl ich in diesen 5 Jahren mehrmals Panikattacken hatte, weil ich gemerkt habe, fuck, Alter, das Ort geht zu Ende, der 20 wird wenig, ich muss mich jetzt unbedingt in die Spur machen. Ich bin im Winter rausgerannt, habe mich durch den Schnee gekämpft, um zum Ticker zu kommen, war immer eine Sache für mich ganz klar. Ich bin nicht süchtig. Ich bin nicht süchtig und ich habe auch überhaupt gar kein Problem mit der Substanz. Es gab noch nie einen Cannabis-Toten. Cannabis macht ja eigentlich gar nicht süchtig. Das Einzige, was wirklich schädlich ist am Rauchen, ist ja der Tabak und gar nicht das Cannabis. Außerdem, Studien zeigen dieses und Studien zeigen jenes. Digga, Studien hätten damals vor allem gezeigt, was für ein hängengebliebener Lappen ich gewesen bin. Ey, ich bin der Letzte, der sich jetzt hier hinstellt und Wissenschaft leugnet. Ich bin keiner von diesen neorechten Schwurblern, die behaupten, von der Impfung fällt dir die Pfeife ab. Aber vielleicht muss man das Ganze ein bisschen differenzierter betrachten. Weißt du, wenn du jetzt hier und da mal einen kleinen Joint rauchst, ist ja kein Problem. Das Einzige, worauf du aufpassen musst, ist, dass du jetzt nicht irgendwie schizophren veranlagt bist, weil ansonsten kann es passieren, dass dir nach der ersten Keule direkt der Stecker gezogen wird, aber unterm Strich ist es eigentlich unproblematisch. Aber wenn du dir jetzt ohne Diagnose jeden Abend 2, 3 Besen reinjiffst, wie die Penner-Version von Bibi Blocksberg, dann bist du nicht irgendein magischer Aztekenheiler, der sich mit einem Wundersaal sein drittes Arschloch wachsen lässt. Nee, dann hast du einfach ein Suchtproblem. Und genau an die Leute richtet sich hier heute auch mein Video. Im Zuge der jetzt endlich mal anstehenden Legalisierung wird aber eine Sache gar nicht diskutiert und das ist, was macht eigentlich täglicher Konsum mit deiner Birne? Und ich sehe schon die ersten Kiffer jetzt kommen. Ja, Digga, aber das ist halt mein Glas Wein, das andere sich jeden Abend reinhauen. Ja, Digga, aber Steffi aus dem scheiß Lidl, die sich jeden Abend ihr Melo reinschraubt, hat auch ein Alkoholproblem. Dazu kommt, dass jetzt von einem Glas Wein nicht besonders viel passiert. Wenn du dir jetzt aber abends hier schön einen reindriffst, dann hast du auf jeden Fall einen Rauschzustand, weil du bist high. Und klar, das kann man nicht miteinander vergleichen. Wenn du jetzt besoffen bist, dann verprügelst du deinen Vater. Wenn du high bist, dann plündere ich die Süßigkeit in der Regal und schlaf halt ein. Ihr scheiß Opfer, Alter, es geht nicht klar. Deswegen können wir hier festhalten, der Vergleich, der hinkt auf jeden Fall. Nach 1, 2 Joints abends auf der Couch gehst du auf jeden Fall Knockout. Und deine lebenserhaltenden Maßnahmen reichen vielleicht noch von der Schüssel Müsli bis zum PlayStation-Controller. Am Anfang wird ja immer gesagt, so, boah, Digga, ich jiff mir hier ordentlich einen rein, ja, ich die überkreativen Schübe. Oder? Rauch mal 2 Wochen einen Joint am Abend, da ist auch nichts mehr mit kreativen Schüben. Und genau das ist das Problem. Ich habe in meinem Leben bestimmt 400 Leute kennengelernt, die on a daily basis kiffen. Und eine Sache berichten alle, das ist so das grundlegende Problem. Wer regelmäßig kifft, der läuft unweigerlich früher oder später am Leben vorbei. Du wirst unzuverlässig, du wirst faul, hast weniger Motivation, liegst die ganze Zeit auf der Couch rum. Und das kann mit 18 vielleicht mal ein funky Lifestyle sein, aber früher oder später kommst du an den Punkt, wo du dich umschaust und merkst, Digga, alle meine Freunde reisen ab und was mache ich Montag bis Sonntag? Ich atme meine eigene Furzluft ein und rauche hier irgendwie 3 Joints hintereinander. Ey, und dagegen kann man auch nichts sagen. Wenn das dein Lebensentwurf ist, du, Digga, zieh dir die Köppis rein, bis dir die Augen bluten, komm nicht von der Couch runter und leb dein Leben. Ist ja auch in Ordnung. Aber bei Jesus Christus, Herr im Himmel, hör doch auf, so zu tun, als ob das irgendein cooler Lifestyle wäre. Und da unterscheidet sich Kiffgras auch nicht von allen anderen Drogen sonst auf der Welt.
Bei übermäßigem Konsum gibt es ganz klar Nebenwirkungen. Bevor jetzt irgendwelche dünnen Jungs, die nach Bongwasser riechen, aus ihren Löchern rausgekrochen kommen und mir irgendwie einen Arsch aufreißen wollen, können wir uns die Faktenlage gerne mal anschauen. Ich breche das mal hier runter. Link ist unten in der Bio, könnt ihr euch anschauen. Kiffen ist auf jeden Fall nicht gut für die Birne. Schmälert deine Lern- und Denkleistung. Du wirst langsam und vergesslich. Ich habe es vorhin schon gesagt, solltest du psychotisch so ein bisschen veranlagt sein, dann kann es sehr gut sein, dass die alle ein bisschen früher durchscheppern. Und das ist der Faktor, den ich bei mir und vor allem bei ganz vielen Leuten, die ich kenne, festgestellt habe. Der Faktor für Angststörungen und Depressionen bei täglichem Konsum wird verdoppelt. Vor allem in jungen Jahren ist es extrem scheiße. Ich habe mit, wie gesagt, 14 angefangen zu kiffen und guess what, ich bin seit 3 Jahren in einer Scheißtherapie. Naja, die gute alte erfahrungsbasierte Evidenz, das ist natürlich alles sehr subjektiv, das ist meine Geschichte. Ich würde wahrscheinlich auch in Therapie sein, hätte ich damals nicht gekifft, aber es hat auf jeden Fall seinen kleinen Teil dazu beigetragen. Und natürlich steht Gras in keiner Relation zu irgendwelchen anderen Drogen. Es ist viel besser, sich abends einen kleinen Joint reinzurauchen, als an der Crackpfeife zu nuckeln. Aber nur weil Alkohol gefährlich ist, ist Cannabis kein Brokkoli. Übermäßiger Drogenkonsum ist immer hängen geblieben. Ob das hier die nationale Fetischisierung von Alkohol ist und dass eine komplette Nation es nicht packt, auch nur ansatzweise Spaß zu haben, wenn wir weniger als 1,5 im Turm haben. Irgendwelche Raver-Kids, die im Keller stehen, 6 Teile fressen, sich so einen abzappeln und denken, das wäre eine Religion. Aber genauso eben Kiffer, die denken, es ist cool und elevated, abends auf der Couch zu hängen und einen Bonkopf zu smoken. So, Digga, das sind am Ende immer noch Drogen. Und ja, ich verstehe, wir leben in einer komplexen Welt. Viele Sachen funktionieren nicht so, wie man sich das vorstellt. Es gibt viele Faktoren, die man überhaupt gar nicht einplanen kann. Es ist scheiße gruselig zu existieren und manchmal weiß man nicht, wo oben und wo unten ist. Aber mein Appell ist, sich dann nicht rauszuklinken, zu sagen, Digga, ich trau mir jetzt mal 3, 4, 5 Joints rein, dann vergesse ich wenigstens alles und es wird besser. Sondern manchmal muss man auch ein bisschen die Arschbacken zusammenkneifen und irgendwie klarkommen. Weil auch wenn es sich im Moment gut anfühlt, verspreche ich euch, es wird hinten raus 5, 6, 7 mal schlimmer. Eure Probleme lösen sich ja nicht in Luft auf. Ihr raucht die ja nicht einfach weg, sondern die sind weiter da. Und wenn man nicht lernt, damit umzugehen, klarzukommen und Sachen auch mal anzugehen, habt ihr irgendwann einen Riesenhaufen Scheiße vor eurer Nase. Und dann müsst ihr mit 33 gucken, naja, und wie mache ich das jetzt eigentlich? Das heißt nicht, dass man den ganzen Tag nüchtern sein muss. Digga, ich bin großer Freund davon, sich systematisch hier und da mal die Lichter auszuschalten. Braucht man auch, um Druck abzulassen. Aber für den Alltag, geh mal lieber raus, friss einen Apfel, mach mal 10 Liegestütze, mach mal Sport. Fakt ist, da draußen sind 30 Millionen Sachen, die cooler sind, als den ganzen Tag high zu sein.